Zeit als Hauptschiedsrichter ist Frau Hertig und Herr Lennart. Ihnen assistieren an der Linie die Herren Neuzer und Serbe. Linie Owens, rechts ist Hayes, da ist wieder Owens, Tempo, Position verlagert, Eriksson geht direkt drauf, Nachschussgelegenheit, ach, was für Pech, Owens und Hayes machen weiter Druck, Hayes, schießt Tor, was ein Tor, aus dem Handgelenk mit ganz viel Gefühl über die Stockhand rübergehoben, 36 Sekunden Powerplay und Jeff Hayes sagt, da bin ich wieder. Sein zweites Tor an diesem heutigen Abend nach dem Ausgleichstreffer in der 31. Minute. Jetzt das 2:1 für den kleinen, quirligen Kanadier, der genauso wie Roperanta in Schweden nicht wirklich zur Rande kam. Und da ist er wieder da. So, die Sicht geblockt, die Übertorkamera zeigt es an und dann ist der Puck aber schon drin. Also nicht ganz zu erkennen, aber der kam links, beziehungsweise steht 0-0. Ja, gut gemacht auf rechts. Bojachinov geht da robust dazwischen. Guter Pass, No-Look-Pass, blaue Linie und Tor! Abgefälscht das 2:2. Maximilian Kolb. Hat er Glück, dass da, glaube ich, vor dem Tor noch ein Fuchs irgendwie die Scheibe unter die Latte abgefälscht hat. So direkt wäre er, glaube ich, gar nicht durchgegangen. Aber in der 43. Minute Kolb nach einem Schuss von der blauen Linie mit dem 2:2. Und damit alles wieder offen in diesem Spiel. Die Ravensburger also schießen hier den Ausgleich gegen Weißwasser. 43. Minute, ziemlich viel Verkehr vor dem Tor. Und ich glaube, da hat noch einer abgefälscht. Neuert. Naja, wichtig ist immer dann raus mit dem Ding, dass man nicht im eigenen Drittel den Puck verliert. Trotzdem ein bisschen zerfahren, was wir da jetzt sehen von den Füchsen im letzten Abschnitt hier. In der Mitte. Ravensburg mit dem 3:2 unter die Latte. Daniel Pfaffengut. In der 53. Minute nicht gut gestanden da an der blauen Linie und Pfaffengut läuft und geht rein und über die Schulter von Maximilian Franz Repp hinein zum 3:2. Also Ravensburg dreht das Spiel wieder zurück nach 1-0 und 1-2, jetzt 3:2 für Ravensburg und noch 7,5 Minuten knapp zu spielen. Ohne Helm unterwegs war. 3:2 und noch 3 Minuten 24 zu spielen. Im letzten Drittel. Oh, und er ist drin! Und das dürfte die Entscheidung sein. Was für ein Sonntagsschuss, wieder ein abgefälschter. Also das Glück haben die Füchse heute nicht gepachtet.
Das ist Fakt von der blauen Linie. Supis, der Torschütze, in der 57. Minute. Einmal durchgeflattert, einfach draufgehalten und es steht 4-2 und 3,5 Minuten vor dem Ende. Dürfte es das dann wohl aus Sicht der Füchse gewesen sein. Ja, so schnell kann es gehen. Ein Tor abgefälscht zum 2-2, eins zum 4-2. Das könnte richtig schwierig werden und die nächsten Aufgaben, wie gesagt, lauern schon am Dienstag. Und Pfaffengut zeigt es nochmal an, noch der hat getroffen, bitte den Pass zu mir, der kommt nicht an und jetzt ist Schluss. Also, ich denke insgesamt verdient, auch wenn ich nicht alles vom Spiel gesehen habe. Thank you.